Aus dem Johannesevangelium, 11. Kapitel, Verse 1 bis 45. Ein Mann war krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war jene, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte, deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus eine Nachricht: Herr, sieh, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm: Rabbi, eben noch suchten dich die Juden zu steinigen, nur gehst dorthin zurück? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er wieder gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben, und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, zu den anderen Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus gewesen waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dort hinkam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die anderen Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagte zu ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg, und Jesus erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menschensage, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.
Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt, sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umverhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was er getan hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Einer der schönsten Teile des Evangeliums, finde ich, weil dieser Text so viel davon enthält, wie Jesus die Menschen lehrt und auch wie er sich gleichzeitig offenbart und unseren Glauben stärkt. Ich möchte das vielleicht mal beginnen zu erklären mit meiner eigenen Geschichte mit diesem Text. Als Jugendlicher habe ich mich immer gefragt, warum eigentlich Jesus mit dem Leben seines Freundes spielt. Warum ihn erst sterben lässt, um ihn aufzuwecken. Klar, ein mächtiges Zeichen, aber das macht man doch nicht. Selbst im Studium konnte mir darauf mein Professor nichts sagen. Aber dann hat mir der Herr das selber gezeigt, indem man einfach den Text mal ordentlich selber liest. Denn was sieht man da? Die Boten kommen zu Jesus, sagen, dass sein Freund krank ist. Jesus bleibt noch 2 Tage da und geht dann zurück, dort wo die Boten hergekommen waren. Und das ist dann der 4. Tag. Das heißt also, die Boten waren 2 Tage unterwegs und als sie bei Jesus angekommen waren, in dem Moment starb der Lazarus. Und als Jesus dann davon hörte, wusste er, dass die Lazarus gestorben war und blieb dann noch 2 Tage, damit es für alle offensichtlich ist. Aber nicht nur das, sondern es zeigt auch noch in der Symbolik, dass dort die alte Schöpfung zusammen ist. Denn es sind quasi mit diesen 2 Tagen der Reise der Boten ja insgesamt 6 Tage. Und am 6. Tag geschieht dieses letzte Zeichen vor der Passion Jesu. Also, es ist kein Spiel mit dem Tod seines Freundes, sondern es ist ein Prinzip, nur dass es deutlicher wird, was jetzt passieren wird. Aber was noch viel stärker ist an dem ganzen Geschehen, ist dann die Art und Weise, wie er auch seinen Freunden begegnet, aber auch seinen Kritikern. Denn sie alle bekennen ihn schon als den Messias, als den Sohn Gottes, aber sie haben noch nicht verstanden, was es wirklich bedeutet. Und das wird sich zeigen im Gespräch mit den Schwestern. Auch die Jünger, die dabei stehen und letztlich noch nichts begriffen haben. Martha kommt raus, wie immer die Rührige, die Umtriebige, die unterwegs ist, während ihre Schwester Maria weiter zusammengesunken, aber diesmal nicht zu Füßen Jesu, sondern ihrem Leid sitzt. Und als Martha dort ankommt, äußert sie ihren Schmerz in diesem berührenden Satz: Wenn du da gewesen wärst, Herr. Aber sie hat es selbst ja gemerkt, als die Boten zurückkamen, Jesus hätte niemals rechtzeitig kommen können. Dann bereitet Jesus das vor, was noch kommen wird. Aber er bereitet es so vor, dass er die Schwestern gemeinsam dahin führt. Sie bekennen, was richtig ist, aber haben noch nicht verstanden, was damit eigentlich gemeint ist. Und das hat sich ja vorher schon angekündigt in dem mysteriösen Satz, Lazarus schläft, wo die Jünger das noch als normalen, natürlichen Schlaf verstanden hatten, aber wo Jesus schon auf den Tod anspielte. Was hier so nebenher passiert, ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Hier zeigt sich nämlich, wie die Gottheit Jesu sich auch schon hier auswirkt. Denn für ihn ist diese Grenze des Todes keine wirkliche Grenze. Es ist eine Grenze, die die Menschen sehr, sehr ernst nehmen, die auch ihn sehr schmerzt, weil er den Schmerz seiner Freunde sieht. Aber er weiß, welche Vollmacht ihm vom Vater herzugekommen ist.
Und dass er in dieses Vertrauen auch sein eigenes Leben in die Hände des Vaters legen kann. Und so kommt er zu diesem Grab und bittet dann, dass dieses Grab geöffnet wird. Und hier zeigt sich dann wirklich, warum er vorher diese Gespräche geführt hat. Er will auf einmal offenbaren, wer er wirklich ist. Denn Macht über Leben und Tod, das hat wirklich nur Gott. Und so ruft er den Lazarus heraus. Und nach uns ruft er immer wieder an mit dieser Vollmacht, mit dieser Kraft. Jetzt ist die Frage, werden wir auch zu Jüngern oder werden wir wie die anderen, die weggehen und den Pharisäern berichten, was gelesen ist? Lassen wir uns von Jesus ansprechen. Und zwar nicht von dem Jesus unserer Wünsche, unserer Vorstellungen, sondern von dem Gottessohn, der dann sterben und auferstehen wird für uns. Lasst uns beten. Jesus Christus, so wie Lazarus sterben auch in dieser Krise viele Menschen, heute sogar viele allein, weil sie durch die Ansteckungsgefahr sie nicht besucht werden dürfen oder weil sie niemand mehr haben. Stärke sie in ihrer Trauer, in ihrer Einsamkeit, sei bei ihnen. Bitte dich auch für die Menschen, deren Angst und Not keiner sieht sonst, die verfolgt werden, die unter Gewalt leiden müssen. In Afrika, in der arabischen Welt, Nordkorea, in so vielen Orten. Hilf den Christen, die verfolgt werden, dass sie deinen Glauben an dich wirklich mit Treue und Freude bekennen können. Zerreißen uns die scheinbare Gewissheit, dass der Tod das Ende ist. Offenbare dich als der Gott, der unter uns gegenwärtig ist, der uns den Heiligen Geist geschenkt hat, damit er uns hineinholt in eure Liebe. Und offenbare, Herr, uns dein offenes Herz, den Quell aller Liebe, dass wir bei dir sein können, in dir sein können, aus dir heraus leben können, immer wieder heimfinden können in dein offenes Herz für uns. Jesus, wir möchten dich bitten, dass du diese Pandemie zusammenbrechen lässt, dass du die stärkst, die sich so für uns abmühen, die Ärzte, Pfleger, Schwestern, die ganzen Menschen im Verkauf, bei den Geschäften, Lkw-Fahrer, alle, die so wichtig sind und die oftmals übersehen werden. Schenke uns auch die Kraft, nach dieser Krise neu unser Leben zu strukturieren, dass das Wichtige, die Menschen, das Leben wieder in den Mittelpunkt kommt und nicht Gewinnmaximierung. Stärke deine Kirche, dass sie Zeugnis gibt für dich, dass die Menschen, die jetzt so verzichten müssen auf so viele, ja, Selbstverständlichkeiten wie Kommunion, wie dein Wort in der Gemeinschaft hören, dass sie gestärkt werden aus dieser Krise, dass sie ins eigene Beten immer mehr kommen und immer mehr auch selbst, ja, dich suchen und die Nähe zu dir. Sei mit uns, Herr. Amen. Du hast mich heute wieder vor
gemacht, mein Herz überschüttet mit Gnade, oh Herr. Du bist mein wohlreicher Gott. Du bist der Herr meines Lebens, du bist der Bruder meiner Seele, mein geliebter Heiland, Jesus Christ. Du bist die Stärke meines Glaubens, und unruhig ist mein Herz, o Herr, bis es Ruhe findet in dir. Ein einziger Tag in deinem Tempelhof, Herr, ist mehr wert als ständiger Wohlstand, denn dort fehlst du oft, gnädiger Gott. Du bist der Herr meines Lebens, du bist der Bruder meiner Seele, mein geliebter Heiland, Jesus Christ. Du bist die Stärke meines Glaubens, und unruhig ist mein Herz, o Herr, bis es Ruhe findet in dir. Denn du, Herr, bist mir Sonne, und du bist mir Schild, versagst mir nicht Gnade und Herrlichkeit, führst mich auf sicherem Weg. Du bist der Herr meines Lebens, du bist der Bruder meiner Seele, mein geliebter Heiland, Jesus Christ. Du bist die Stärke meines Glaubens, und unruhig ist mein Herz, o Herr, bis es Ruhe findet in dir.